Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder viele kleine Telefonschnipsel für euch von Betrüger-Callcentern, die ihr Glück bei uns versucht haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen einzelnen kleinen Telefonaten. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Markus Padel und ich melde mich von Supporting-Abteilung für den Handel. Ich spreche gerade mit Herrn Scher. Ja, aber mit Ihnen rede ich nicht, weil das viel zu laut im Hintergrund, man versteht kein Wort. Ganz kurz bitte, ich mache das ein bisschen. Ist das besser jetzt? Nee, Musik aus. Okay, ganz kurz. Nein, die Musik ganz ausschalten. Hier ist besser? Nee, kein Stück. Wie kein Stück? Ja, es ist kein Stück besser. Ich sagte Musik abschalten, aus. Ich kann das Musik nicht ausschalten. Ja, dann kann ich mich nicht unterhalten. Okay, sprechen wir erstmal über Ihre Anmeldung, dass Sie gemacht haben. Nee, da sprechen wir bestimmt nicht drüber, solange die Musik an ist. Okay, also unseriöser geht's ja nicht. Okay, ich werde meine Musik ausmachen. In Ordnung, warte jetzt. Ja, dann mach aus. Besser jetzt? Nee, du sagtest gerade Musik aus. Herr Scher. Nee. Die Musik wird abgeschaltet, sonst reden wir nicht weiter. Sie hören doch nicht, oder? Nein. Ich kann nicht ohne, weil wir sind hier viele mit ab. Scheiße, du Penner! Du Schwach! Ja, du bist ein Scheißkakerlake. Du Scheißkopf. Ja. Du bist ein Dummkopf. Ja, immerhin bin ich nicht so armselig wie du und muss mein Geld klauen. Scheiße, du wie ein Arsch. Ja, und du bist was ganz Peinliches. Ja. Dankeschön, du Primitiver. Also wieso der jetzt da so einen Ausraster bekommen hat, weiß ich tatsächlich gar nicht. Tja, also da ist nichts rausgeschnitten, hört sich irgendwie so an, aber keine Ahnung, der ist auf einfach so explodiert, mittendrin. Wollte gerade noch irgendwas erzählen und wahrscheinlich sind ihm die Wörter nicht eingefallen und er wusste wieder keine Ausrede mehr. Und naja, dann fängt man halt an, die Leute zu beleidigen und auszurasten. Aber naja, was will man von so einem Betrüger-Callcenter schon großartig erwarten? Dass da was Sinnvolles bei rauskommen kann? Glaube ich weniger. Weil letztendlich sind es ja nur Betrüger. Aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass der mir hier auch noch verkaufen wollte, dass er die Musik ausgemacht hat. Dann war die Musik aber gar nicht aus, dabei hat er nur sein Mikrofon ausgemacht. Also ich glaube, die halten die Kunden tatsächlich einfach für komplett blöd und dämlich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil letztendlich hat die Musik kein Stück ausgemacht, sondern einfach nur sein Mikrofon immer leiser, sodass man ihn immer schlechter verstanden hat. Naja, wenn sie der Meinung sind, dass sie so seriös ihr Geld verdienen wollen, ich glaube nicht, dass sie damit viel Erfolg haben. Zumindest hoffe ich das nicht. Guten Tag. Ja. Spreche ich mit Luis Hausmeister, ja? Ja. Sehr angenehm. Sie sprechen mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Mhm. Also, Herr Luis, es geht um Bitcoin. Ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet, ja? Keine Ahnung. So, ich will Ihnen so helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren, damit Sie von Ihrer Handel beginnen. Mhm. Was ist denn für ein Handelskonto? Bitte? Was denn für ein Handelskonto? Also das ist über Bitcoin, ja? Zum Beispiel. Und bei welcher Firma? In Nestia Finance. Mhm. Und was soll ich da machen? Sie können Geld investieren und mehr Geld bekommen. Profit haben. Geld verdienen. Aha. Machen wir weiter und aktivieren das Konto? Weiß ich nicht. Was ist denn das für eine Seite? Kenne ich nicht. Doch, Sie kennen das. Woher Sie haben denn? Schon diese. Sie haben von Ihrer Seite diese Registrierung gemacht. Aha. Sie haben zuerst Ihren Namen, dann Vorname geschrieben, ja. Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie haben das alles gegeben. Und woher wissen Sie, dass ich das war? Ich sehe das von meiner Seite. Aha. Das also können Sie von Ihrer Seite aus in meine Wohnung gucken oder was? Nee, das brauche ich auch nicht. Ich denke nicht, dass jemand benutzt Ihre Daten, ja, Ihre E-Mail-Adresse. Naja, das hat ja nichts mit Denken zu tun, das hat was damit zu tun, dass ihr sowas sogar prüfen müsst. Bitte? Ja, genau. Das kommt davon, wenn man Kakerlaken ans Telefon setzt.
Ich weiß nicht, wer hat das gemacht, aber auf jeden Fall, sie werden weiterhin Anrufe von verschiedenen Plattformen bekommen. Jeder Tag. Ja, will ich aber nicht. Müssen sie abstellen. Leider, das kann ich nicht von meiner Seite kontrollieren. Vielleicht sie sollen also... Also sind sie auch so eins von den illegalen Unternehmen? Sie kennen nicht uns und sie dürfen nicht auf das sagen. Ja doch, das darf ich schon sagen. Es herrscht Meinungsfreiheit in Deutschland und auch Datenschutz, aber da scheint sich ja keiner dran zu halten. Sie können so denken, kein Problem, wie Sie möchten. Aber auf jeden Fall, Sie haben von dieser Registrierung. Ja, aber dann können Sie die da löschen. Das leider kann ich nicht machen. Ja doch, sind ja meine Daten, dann nehmen Sie die da raus. Haha, Meister, auf jeden Fall, ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Dankeschön, Sie sind ganz gerne. Unhöflich. Genau, so wie man mit Kakerlaken umgeht. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht. Noch. Ja, nett. Wird man einfach angerufen, wenn man sich irgendwo anmeldet. Naja, und eine vernünftige, seriöse Begründung, die hat man natürlich in keinem Fall. Aber man kennt es ja nicht anders von den Trading-Betrügern. Hallo. Ja, was denn? Hallo. Ja. Herr Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Ja, Schimedonner ist richtig. Schimedonner ist mein Name, ja. Ja, sehr schön. Also, ich bin Lukas Krause am Apparat. Ja, und warum ich melde bei Ihnen so laut? Lassen Sie mich zuerst erklären. Also, ich melde mich von der Firma European Stock. Können Sie mich hören? Ja, kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ah, okay. Aber momentan, können Sie mich hören besser? Nee. Nee. Sie hat eine Stehstelle-Light oder was? Nee, bei Ihnen ist da ganz laut im Hintergrund. Hallo? Tja, man kennt's kaum noch anders. Der Krach ist echt unerträglich teilweise am Telefon und so schlimm, dass man die Betrüger auch kaum noch versteht. Was die sich davon versprechen, ich weiß es nicht. Ich hoffe immer nur, dass sie damit möglichst wenig Erfolg haben. Naja, aber der Typ, der ruft hier nochmal an. Oh. Hallo, Herr Hartmut? Hallo? Hören Sie mich besser? Ich verstehe Sie ganz, ganz schlecht. Die Musik ist so wahnsinnig laut bei Ihnen im Hintergrund, man hört nichts. Okay, aber momentan? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Es ist wahnsinnig laut bei Ihnen. Laut? Momentan? Hallo? Ja, jetzt höre ich bloß eine schreiende Frau im Hintergrund. Kann ich anrufen in einem anderen Moment? Warum? Wozu? Was wollen Sie eigentlich überhaupt von mir? So, ich melde mich von der Firma European Stock. So, der Grund, weil ich Ihnen angerufen habe, ist wegen, weil Sie sehen in mein System, weil Sie hat eine Registrierung über Bitcoin oder Amazon gemacht habe. Stimmt das? Über Amazon habe ich eine Registrierung gemacht. Ja. Nee. Investing in dem Amazon. Ich wollte Ihnen kurz erklären über Online-Trading in der Börse. Ja, aber was hat das mit Amazon zu tun? Auf Amazon registriert man sich nicht für die Börse. Amazon ist eine Aktie. Ja, Amazon gibt's Aktien, ja. Sie haben ja gerade gesagt, ich habe mich bei Amazon angemeldet. Aber bei Bitcoin oder zum Beispiel mit dem Online-Trading. Ja, was wollen Sie da jetzt? Ich wollte Ihnen kurz erklären, was unsere Firma hat. Ja, und wozu? Für uns, dass ich rede in der Börse mit dem Aktien oder Rohstoffen oder Kryptowährungen. Ja, und wozu? Oder wozu brauche ich das? Das ist eine Möglichkeit für neue Kunden, für Geld verdienen. Ja, und rufen Sie einfach so irgendwo Leute an, oder was? Nochmal? Und dazu rufen Sie einfach irgendwelche Leute an? Nein. Naja, aber Sie haben Telefon. Eine Registrierung gemacht. Und zum Beispiel, sie hat Interesse gezeigt über Online-Trading. Ja, habe ich Ihnen ja schon gesagt, über Amazon zum ist Beispiel. Das nicht möglich. Haben Sie ja gerade erzählt, dass ich das bei Amazon gemacht habe, aber habe ich nicht. Amazon, ich habe nur eine zum Beispiel, aber wir haben Amazon oder Tesla.
Ja, oder aber da habe ich keine Anmeldung gemacht. Okay, ja, ich verstehe, aber ich anrufe Sie und gebe Ihnen diese Möglichkeit. Sie haben nur ein Interesse gezeigt über Online-Trading und ich anrufe Sie und erkläre Sie, was unsere Firma hat für den neuen Kunden. Ich wollte Ihnen nur kurz erklären. Ja, und wozu wollen Sie mir irgendwas kurz erklären? Also, ich verstehe die Verbindung nicht. Hören Sie mich besser? Warte mir nur eine Minute. Ich wollte Ihnen noch einmal anrufen, okay? Nee. Okay, Herr? Nein. Der Typ, der hört sich tatsächlich ein bisschen an wie Wilson, ist aber tatsächlich auch nicht der Wilson. Tja, bei dem scheint es auch wirklich an irgendwas zu fehlen. Der hat doch nun tatsächlich mitbekommen, dass ich keinen Anruf mehr von ihm wünsche. Denn das Gespräch mit dem hat ja nun wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Also nicht mal ansatzweise, weil er reagiert ja auch nicht so richtig auf das, was ich sage. Und erzählt mir dann auch noch, dass ich angeblich die Anmeldung über Amazon gemacht habe. Mhm, natürlich. Logischerweise registriert man sich bei Amazon und wird dann von Trading-Betrügern angerufen. Man kennt's ja nicht anders. Aber der Typ hat ja tatsächlich nochmal angerufen. Also nicht der Typ selbst, sondern seine Vorgesetzte. Ja, okay. Hören Sie mich eigentlich jetzt, Herr Schimmeldoner? Hä? Wer sind Sie denn jetzt? Also ich bin die Kollegin von der Lukas, was Sie jetzt also vor einer Minute gesprochen haben. Ja, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie einen kompletten Dachschaden oder irgendwie eine Gehirnamputation? Ich habe gerade gesagt, Sie sollen hier nicht nochmal anrufen. Mein Kollege hat Ihnen eigentlich zuletzt nicht verstanden und deswegen habe ich Ihnen jetzt kurz nochmal angerufen, um Ihnen kurz zu erklären, für was ich Sie also angerufen habe. Ja, interessiert mich nicht. Wie interessiert Sie nicht? Ja, es interessiert mich nicht. Nee, habe ich nicht, habe ich dem Typen auch gerade gesagt. Doch, haben Sie gemacht, weil ich habe alle Ihre Daten hier. Ich glaube, irgendwas fehlt bei Ihnen, ne? Ist irgendwas gehirntechnisch nicht richtig. Nein, bei uns fehlt nichts, weil die Daten kommen eigentlich hier und her. Ja, dann schön, dann verplemper weiter deine Zeit. Ich würde Ihnen mich jetzt einfach nicht umsonst anrufen. Doch, machen Sie doch gerade umsonst. Nein, mache ich nicht. Doch, machen Sie gerade umsonst. Habe ich doch dem Typen jetzt mehrfach gesagt. Aber wenn der zu blöd ist, das nicht irgendwie zu registrieren, kann ich auch nichts dafür. Nein, Sie haben sich registriert mit Ihren Daten. Nee, habe ich nicht. Und Sie sind bei uns gelandet, doch. Nee, habe ich nicht. Also diese Registrierung haben Sie per Amazon gemacht. Nee, habe ich nicht. Vielleicht war das eine Werbung oder eine Link, das ja. Weiß ich nicht, was Sie da gemacht also, haben. Also gestehen Sie gerade, dass Sie illegal anrufen, oder was? Was für illegal? Ja, über eine Werbung kann man gar nicht anrufen. Es ist gesetzlich in Deutschland verboten. Nein, doch. Nein. Doch. Herr Schimmeldoner, hören Sie gut zu, was ich Ihnen jetzt sage. Nee, das interessiert mich gar nicht, was ihr da sagt. Tja, und dann war sie wohl weg. Also, ich weiß wirklich nicht, was die jetzt von mir wollte. Ich habe dem Kollegen vorher klipp und klar und ausdrücklich zu verstehen gegeben, dass ich keinen Anruf von ihm mehr haben möchte. Und dann klingelt doch einfach das Telefon und die olle Tante ist da einfach dran und diskutiert ohne Wenn und Aber, obwohl ich den Anruf untersagt habe. Das bedeutet, die machen sich gleich nochmal strafbar, weil letztendlich habe ich denen gesagt, klipp und klar gesagt, dass ich keinen Anruf mehr von denen haben will. Und die rufen einfach an. Tja, das ist hier wieder so ein richtig tolles Beispiel, in was für einem Callcenter wir hier wirklich gelandet sind. Denn ein seriöses Callcenter kann das auf keinen Fall gewesen sein. Selbst wenn der Typ das vorher nicht verstanden hat, dann hätte sie einfach die Klappe halten müssen und sagen, gut, dann beenden wir jetzt das Gespräch, wenn sie keine Diskussion weiter möchten und sie auch keine Anrufe von uns haben möchten. So müsste man reagieren. Also dazu sind die sogar verpflichtet. Die können doch nicht einfach noch am Telefon bleiben und mich weiter mit irgendwelche Scheiße volllutschen, die ich gar nicht haben will. Letztendlich belästigen die mich in meiner Privatsphäre dann in dem Moment, wenn ich sage, nein, hier ist Schluss, ich will keinen Anruf mehr. Das nennt man dann schon Belästigung. Einen schönen guten Morgen oder guten Tag, Herr Schimmeldoner. Ich bin nicht von der Kreislamapparat. Grüß dich. Was? Alexander Kaiser, wir kennen uns noch nicht, aber Sie haben sich gerade frisch angemeldet. Und zwar hatten Sie Interesse am Handel auf der Börse, in Echtzeit, Daytrading-Bereich. Sie wollten sich ein paar Euros dazu verdienen. Ich wollte Ihnen erklären, was gerade möglich ist. Also ich bin hier Kundenbetreuer und ich erkläre bzw. beantworte Ihnen Ihre Fragen. Ich helfe Ihnen bei der Anmeldung. Ich dachte, ich bin angemeldet.
Ja, Sie haben sich angemeldet, genau, mit Ihren Daten, damit Sie kontaktiert werden. Oder haben Sie etwa schon mit jemandem telefoniert und irgendwas vorgenommen? Bitte? Dafür habe ich mich nirgendwo angemeldet, um kontaktiert zu werden. Doch. Ich erkläre es Ihnen. Das ist also Anmeldung im Sinne von Name, Zuname, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, ja? Die kann ich mir auch vorhin ablesen, klar. Also Hell, Hartmut, Schimmeldorner, hartmut.schimmeldorner@gmx.de und die Telefonnummer. Haben Sie denn in Deutschland schon mal was von einem Double Opt-In gehört? Double Opt-In? Ja. Ja. Und warum halten Sie sich nicht dran? Ne, warten Sie, ich verstehe es noch nicht. Sie sind hier aufgetaucht als Interessent und ich wollte Ihnen einfach nur ein paar Fragen beantworten und wir müssten doch jetzt nicht hier in eine Konfrontation gehen. Ist das? Ich meine, Sie haben Interesse. Naja, aber wo ist denn jetzt das Double Opt-In? Ich habe das Recht zu erfahren, wo das Double Opt-In ist. Dazu sind Sie sogar gesetzlich verpflichtet, dass Sie das auf ausdrücklichem Verlangen herausgeben müssen. Wo ist das Double Opt-In? Helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge. Was bedeutet das? Tja, Sie brauchen die Genehmigung, mich anzurufen. Und das müssen Sie mir mit IP-Adresse und Code und Passwort müssen Sie mir vorlegen. Okay, das höre ich zum ersten Mal, dass ein Kunde, der interessiert ist, beziehungsweise ein Interessent, mich danach fragt. Woher wissen Sie denn, dass ich interessiert bin, wenn jeder Vollpfosten meine Daten da eingeben kann? Erklären Sie mir das mal. Das stimmt, aber... Na sehen Sie, fällt Ihnen da gerade was auf, wo Ihr Denkfehler ist? Moment, Sie rufen mich illegal an. Hast du Lack gesoffen oder was? Sagen Sie mal, haben Sie einen absoluten Lattenschuss? Sie sind nichts anderes als ein kleiner krimineller Betrüger, der mich hier anruft und nichts anderes macht als alle anderen Betrüger hier am Telefon. Herzlich willkommen auf YouTube, ich stelle dich online. Jeder wird dich im Internet hören. Ja, also der Typ, der hat mich wirklich richtig in Rage gebracht. Also der gibt ja sogar selber zu, dass jeder Vollpfosten da sei, also meine Daten eingeben könnte. Behauptet aber zeitgleich, ich habe Interesse. Und nur weil ich mich da eintrage, habe ich noch lange nicht erlaubt, dass ich angerufen werden will. Er sagt ja auch, ich habe mich eingetragen, weil ich angerufen werden will. Nein, ich trage mich dort ein, weil ich gucken will, ob ich angerufen werde. Und wer mich nicht anruft, da sind die Chancen viel, viel höher, dass das ein seriöses Unternehmen ist. Weil ein unseriöses Unternehmen ruft halt ohne Erlaubnis an. Und die habe ich nicht erteilt. Tja, aber irgendwie scheint er das nicht zu begreifen, obwohl er das sogar selbst gerade gestanden hat, dass jeder Vollpfosten irgendwelche Daten da eintragen kann. Und irgendwelche Telefonnummern. Und genau deswegen gibt es dieses Double Opt-In. Dass man eben, also ihr tragt eure Daten ein, Telefonnummer eintragen, geht weiter und dann muss das Telefon klingeln. Mit einem PIN, den ihr dann da nochmal eintragen müsst. Und nur so ist es sicher und safe, dass ihr auch das gewollt habt. Ansonsten kann euer Nachbar oder irgendwelche Leute, die euch nicht mögen, eure Daten da angeben und euer Telefon hört nicht mehr auf zu klingeln. Tja, aber irgendwie weiß ich nicht. Das Beste ist ja noch, er ist ja dann auch gleich beleidigend geworden. Ob ich Lack gesoffen habe. Tja, aber er ist in der Pflicht, mir zu belegen, dass, wie dieses Opt-in zustande gekommen ist. Naja, aber da es Betrüger-Callcenter sind, können sie es halt nicht. Hallo, Schöner, ich spreche mit Herr Gerald. Ja, und mein Nachname ist? Steiner. Ja. Das geht um Online-Handel. Herr Steiner. Ja. Jeder, Sie wollen Ihre Handel beginnen in erstkaffeines.co, ja? Wo sehen Sie denn das? Sie haben Finanzmarkt angemeldet und Sie wollen Ihre Handel beginnen, Herr Georg. Aha. Gerold. Okay. Wie viel Sie wollen beginnen Ihre Handel? 50. Was? 50. Oh ja, die mindestens ist 250 Euro, aber... Ja, interessiert mich nicht. Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Und ich habe gesagt 50, mehr kriegt er nicht. Okay, schon ist das noch. Ihr habt gesagt, die mindestens ist 250 Euro. Ja, nachdem ich meine Antwort gegeben habe, ja. Was? Ja. Verstehst du überhaupt Deutsch? Ja, natürlich. Ja, dann such dir mal einen anderen Job, du Betrüger. Du bist Betrüger. Ja, Kakerlake. Ja. Da hat sie sich wohl nicht so ganz an ihr Skript gehalten, denn letztendlich hat sie mich zuerst gefragt, wie viel ich einzahlen will und nicht die Vorlage gegeben, wie viel ich einzahlen muss. Tja, dann brauchen wir noch nicht fragen, wenn es sowieso nur um die 250 Euro geht.
Verstehe ich jedes Mal nicht. Auch wenn man zu viel sagt, dann sagen sie ja, nee, maximal 1000. Das kann halt einfach daran auch liegen, dass die Kreditkarten meistens da auch eh gedeckelt sind. Aber, naja, dann könnten sie sich die Fragen eigentlich auch sparen. Aber irgendwie, naja, wollen es die Betrüger halt immer wieder schwer haben. Hallo, guten Tag. Herr Steiner, ja? Hm? Ich bin Mark Rosenhall und ich melde mich von Online-Handelsplattform auf dem Finanzmarkt. Ja, und von welcher? Das sextrades.com. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Und deswegen ich melde mich, ja? Ach, toll. Sie besitzen ein Handelskonto bei uns. Entzückend. Auf akustisch verstehen gar nichts. Ja, du ja auch Kakerlake, nicht richtig Deutsch können. Irgendwo aus vergammelten Drecksgold sind da anrufen und die Leute betrügen am Telefon. Okay, Sie sind Kakerlake oder... Nee, du. Ich glaube, du bist ein kleiner Kakerlake. Weil du rufst ja aus dem Betrüger-Callcenter an. Okay, warum denkst du, dass es Betrüger oder etwas? Ja, weil du die gleiche Scheiße erzählst wie die 5000 Leute, die vor dir angerufen haben. Okay, dann warum sind registriert? Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht erzählst du mir das mal, wozu du sogar gesetzlich verpflichtet bist, mir zu erzählen, wie die Registration zustande gekommen ist. Fang mal an, ich höre zu. Einen Moment, bitte. Weil zu viele Firmen existiert auf dem Finanzmarkt. Ja, und? Ist ja nicht mein Problem. Das ist ja keine Ausrede, dass viele Firmen existieren. Nein, deswegen, sie bekommen so viele Anrufe. Ja, ist und aber auch nicht mein Problem. Ihr dürft mich alle nicht anrufen. Dann jeden Tag, sie bekommen so viele Anrufe. Und ich glaube, das ist ihr Problem, nicht mein Problem. Nee, das ist nicht mein Problem, das ist ihr Problem. Sie rufen mich gerade an und sie machen sich jetzt gerade strafbar. Das ist mein Job. Ja, und Sie machen sich damit strafbar, mit Ihrem tollen Job. Okay, dann ich kann viermal anrufen, zum Beispiel 100 Mal jeden Tag rufen Sie ja. Das ist für mich kein Problem, das ist meine Arbeit. Das ist eine ziemliche Scheißarbeit, was er da macht, das ist illegal. Okay. Gewerbsmäßiger, okay. Bandenmäßiger Betrug. Okay, dann ich erkläre alles ganz gut. Das ist eine seriöse Firma, erste Mal. Und Sie sind nicht verifizierte Kunde. Deswegen Sie bekommen so viele Anrufe. Weil das ist unser Ziel. Menschen ihr Geld zu berauben und das Geld vom Konto zu klauen und die Leute zu belügen, als würden sie angeblich auf dem Trading-Markt handeln, was kompletter Blödsinn ist. Die Kunden bekommen in Wirklichkeit ein Demokonto. Natürlich ist es so, da brauchst du hier nicht rumlügen. Ich kenne das Spielchen schon nicht. Wie gesagt, ich habe mit über 5000 Leuten gesprochen. Und du bist nichts anderes als einer von den ganzen Kakerlaken. Verstehen. Kleine Kakerlake, okay. Okay, das verstehe ich ganz gut. Ich habe gesagt, so viele Firmen existieren. Ja, aber das hat trotzdem keine Berechtigung, mich anzurufen. Ihr habt nicht das Recht. Ja, dann sag mir, wo es Double Opt-In ist. Lies mir den Code vor vom Double Opt-In. Das, wozu du gesetzlich verpflichtet bist. Dann morgen, ich soll... Ja, siehst du, Kakerlake kann es nicht, also Betrüger. Okay, morgen, Sie bekommen nochmal Anruf von mir, Mark Rosenthal. Übermorgen auch. Und Machen Sie sich denn freiwillig strafbar, oder was? Und nächste alle Tag, Sie bekommen Anruf von mir, das ist meine Arbeit. Das ist keine Arbeit, das ist ekelhaft, was du da machst. Du bist ein widerlicher, dreckiger Mensch. Das ist einfach nur widerlich, was du da machst. Abschaum bist du. Okay, ciao, kleinen Kakerlake. Schönen Tag noch. Ja, also ich glaube, das Gespräch ist aufschlussreich genug. Ich sage ihm, er darf bei mir nicht anrufen und er sagt, er ruft jetzt einfach jeden Tag bei mir an. Nett. Ich meine, hat er zwar sich nicht dran gehalten, wie die meisten Betrüger, die halten sich da alle irgendwie nicht an ihre Versprechen. Wäre ja ganz schön, dann könnte man noch öfters mit denen ein bisschen rumstreiten. Ja, aber was das letztendlich bringen soll, dass er mir denn damit droht, jeden Tag anzurufen? Ich meine, im Grunde genommen macht er damit ja nur selbst sich Probleme. Und naja, und irgendwann werden sie ihn auch mal kriegen, hoffe ich, ne? Und dann wird das irgendwann nicht mehr so lustig finden, denke ich. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Zenta, ja? Ja, natürlich. Ich bin Mark Rosenthal und ich melde mich von Online-Handelsplattform. Hahaha! Wer glaubt denn den Scheiß? Ja, Center, Sie besitzen ein Handelskonto bei uns. Deswegen ich melde mich. Nee, ich besitze kein Handelskonto bei euch. Ich besitze bei euch ein Demokonto, über das ihr mich bescheißen wollt. Oh.
Okay, mit Respekt bitte. Warum benutzen diese Worte? Ja, weil ihr ekelhafte Menschen seid. Und okay, jetzt werde ich erklären alles und Amen. Nee, du brauchst es nicht erklären, du bist einfach nur eine Kakerlake, die Leute abzocken will. Du willst mir ein Demokonto einrichten, nachdem ich mein Geld auf dein Konto überwiesen habe und dann machst du dich mit der Kohle aus dem Staub. Sowas nennt man gewerbsmäßigen, okay, illegalenmäßigen Bandenbetrug. Und du bist einfach nur ekelhaft, dass du sowas machst. Sowas ist... Was ist illegal? Du. Das ist Online-Handeln. Das ist 21. Unterhalte dich mit dir selbst, ja, du scheiß Kakerlake. Okay, Kakerlake, ciao. Ja, wie immer. Ja, manchmal ist es halt einfach so, dass die Gespräche von mir auch selbst nicht so lange gehalten werden können, weil ich eben gerade auch mal kurz angebunden bin. Die rufen ja zu jeder Zeit bei mir hier an. Also wirklich 24/7 klingelt hier gefühlt das Telefon durch. Auch wenn ich mich gerade nirgendwo angemeldet habe, dann rufen trotzdem neue Callcenter immer wieder an, weil die Daten einfach untereinander selbst umherschieben. Oder, tja, die rufen einfach nochmal alle Datensätze an. Irgendwas lassen die sich da schon immer einfallen. Und, aus dem Grund kann ich auch nicht immer die Gespräche so lang halten. Dadurch entstehen natürlich dann auch viele kleine Schnipsel oder wenn die Betrüger halt selber einfach aufgelegt haben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier wie immer noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.